Komm, wir haben auf dem Video. Bist du drauf? Na super. Bist du drauf? Danke. Ich bin gespannt, ob wir es hier haben. Top, top Videos. Ich freue mich, wenn du dich wieder siehst beim nächsten Video, Matthias. Alles Gute. Danke. Jeder von uns hat irgendwie 100%. Und die Frage für Erfolg ist letztendlich nur, wie komme ich von hier nach hier? Und es ist völlig egal, ob das beim Motorradfahren bezüglich Rundenzeiten, mich fragen viele, wie bist du in kurzer Zeit so schnell geworden? Das ist prioritätenbedingt. Wenn du alles auf eine Karte legst und Maximum aus deinen 100% rausholst, wenn du deine 100%, die du hast, aufteilst in 50% Job, in 20% Schlaf und dann bleiben noch 30% für deine Passion. So. Du brauchst mindestens 20% Schlaf, wenn nicht mehr. Das heißt, du hast nur 100%, du musst das, was du tun willst, das, was dein großer Traum ist, deine Passion, dein großes Etwas, das musst du vom Prozentsatz, von deinem Prozent so hoch wie möglich machen. Wenn du selbstständig bist und du willst dein Business aufbauen und du willst so erfolgreich wie nur möglich werden, dann reicht es nicht, 50% zu geben von deinen 100, sondern dann ist Job und Passion 1, das sind das 80%. Dann lebst du 80% für deinen Job. Und in den anderen 20% hast du Schlafen und vielleicht noch Familie mit drin. Was absolut zu wenig ist, vollkommen klar. Aber das ist dieses Trade-off. Was bist du bereit für deinen Traum zu bezahlen? Als ich hier meine Firma gestartet habe, 2012, nebenbei, ich bin selbstständig seit 2009, aber 2012 habe ich so richtig durchgestartet. Was habe ich da gemacht? Ich hab 90% meiner 100% in diese Firma, in dieses Business gesteckt. Ich habe all meine Energie, alles, was ich hatte, alles, jeden Cent, alles, einfach alles. Und dabei gingen natürlich Freunde verloren, Privatleben sowieso. Es ging alles dabei drauf, aber es ist wieder mal die Frage, was bist du bereit dafür zu bezahlen? Nebenbei, das heißt nicht, dass das unbedingt gut ist und dass das eine Anweisung ist, das zu tun. Ich würde nie jemandem empfehlen, diesen Weg einzuschlagen. Nur wenn du diesen Weg eingeschlagen hast, dann ist es extrem schwierig, aus diesem Weg wieder hinauszukommen und du musst deine Passion weiterleben. Du musst das weitermachen, was du angefangen hast, weil es gibt nichts Schlimmeres für ein Selbstbewusstsein, was zu quittieren, was du gestartet hast, was deine Passion war. Und wenn du nach einem Jahr oder zwei diese Passion aufgibst, dann ist das eigentlich das Schlimmste, was du für dich selber nur tun kannst. Was du in dieser Zeit alles durchmachst, geht letztendlich, oder ich auch durchgemacht habe. Wenn das hier Null ist, dann fängst du bei Null an in der Regel, dann geht's mal nach oben, dann geht's nach Null zurück, dann geht's weiter nach oben und dann fällst du einmal so richtig in die Scheiße. Ja? Das ist so. Und das wird dir jeder, der ein Business, eine Selbstständigkeit, ein irgendwas, eine Passion. Und wenn es die Karriere eines Berufsrennfahrers ist, er wird irgendwann hier sein.
Und nur, wenn du hier einmal warst, dann weißt du, wie schön, dass es hier ist. Und dann tust du alles dafür, dass du irgendwann hier bleibst. Und das hier ist dein Ziel. Nicht hier, nicht hier, hier. Und das ist verdammt schwierig. Ich habe Dinge erlebt in meiner Selbstständigkeit. Ich bin mit jungen 20 Jahren selbstständig geworden, mit dem besten Menschenglauben, den man nur haben kann. Ich habe in allem das Positive gesehen. Und ich kann euch eins wirklich verraten. Ich bin mehrmals so dermaßen durch den Dreck durchgezogen worden, ja, durch Unwissenheit, durch Naivität, durch guten Menschenglauben. Und ich kann euch eins verraten, die Welt ist anders. Die Welt ist wirklich anders. Und das prägt dich und das macht dich zu dem, was du bist. Aber du musst, egal was passiert, bei deiner Passion bleiben. Und das ist vermutlich der härteste Weg, den du einschlagen kannst. Und nur das ist der Grund, warum ich im Bereich Motorrad, Motorsport, Rundenzeiten, viele fragen mich, wie bist du in kurzer Zeit so schnell geworden? Wenn du von deinen maximalen 100% so viel Prozent wie nur möglich davon rausnimmst und alles dafür tust und deine ganze Welt dreht sich darum und ich sage nicht, dass das gut ist, im Gegenteil, es hat mehr Nachteile, als es Vorteile hat. Du verlierst dabei so viel, aber wenn du in dem Moment bereit bist, den Preis zu zahlen, dann wirst du Erfolg haben, egal in was. Und es kommt die Zeit, wo du darüber nachdenkst, ob das Ganze denn überhaupt richtig war. Wenn ich heute sehe, wie wenig ich meine Tochter, meine Familie sehe, wie viel, dass ich unterwegs bin auf Europas Rennstrecken, von einem Termin zum anderen, von einem Event zum anderen, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich eigentlich hier in der Firma und muss mich hier auch noch um alles kümmern. Und ich schlafe dann irgendwie einen Bruchteil von dem, was ich eigentlich sollte, dann frage ich mich, ist es das wert? Aber die Passion ist einfach zu groß, um die Frage eigentlich zu erlauben. Und das ist eigentlich der einzige Schlüssel. Du musst wollen, egal was du machst. Wenn du ein erfolgreiches Business, wenn du eine Idee hast, das Einzige, was du eigentlich brauchst heutzutage, okay, ist eine Idee, ein Computer oder ein Handy mit einer Internetverbindung und irgendjemand, der sich dafür interessiert. Und schon kannst du, wenn du jetzt genug Aufmerksamkeit, genug Energie in das Ganze hineinsteckst, dann wirst du damit Erfolg haben. Aber nicht, wenn du nach einer kurzen Zeit wieder aufgibst. Du musst es durchziehen, das muss alles an dich abprallen. Du musst durch die Wände, du darfst nicht gegen Wände laufen, du musst durch die Wände durchgehen. Du darfst auch nicht stark auf das hören, was andere von dir denken. Was soll ich machen? Ich kriege hier viel Kritik auch, ne? Kritik von Profi-Rennfahrern, von jedem, der sagt, was erzählt der Mädelein für Scheiße hier. Habe ich alles. Muss ich damit umgehen? Ist mir scheißegal. Das prallt an mir ab wie nichts, ne? Weil ich meine Passion habe und ich gehe danach. Und ich habe die Bestätigung, dass das, was ich mache, gut ist. Von euch Feedback, von meiner Audienz, von meinem fahrerischen Können, von dem, was ich geschäftlich geleistet habe. Von dem, was ich aufgebaut habe in kürzester Zeit. Wenn du irgendeine Passion da draußen hast, wenn du irgendein Ziel hast, wenn du hier bist und du willst hier hin, mach es, tu es, lass dich von nichts und niemandem aufhalten. Und es ist ganz normal, dass es ein Risiko ist, finanziell immer. Es ist ein ewiger Kampf, glaub mir, das ist selbstständig, Business zu haben, das ist ein ewiger finanzieller Kampf. Es geht nur um Kohle. Vor allem in dem draußen lebenden Geschäftsleben, Business, Geschäftsleute. Jeder kämpft um seinen eigenen Profit. Denen bist du persönlich total scheißegal. In diesem Sinne, wenn du eine Passion hast, schreib es in die Kommentare. Vollkommen egal, welche Art, in welcher Kategorie.
Wie hast du es verfolgt und wie hast du es geschafft? Oder steckst du gerade in einer Krise? Bis dahin. Ciao.